Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier aus dem neuen Schlafzimmer quasi. Wir haben unser Bett umgestellt. Ja, also ich habe ich hier noch was gemacht? Ja, ich habe hier, glaube ich, noch ein bisschen aufgeräumt in der Zeit, wo, also zwischen den letzten Folgen jetzt oder zwischen den beiden Folgen jetzt, habe ich, glaube ich, ein bisschen aufgeräumt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hier so schon gesehen habt. Naja, jedenfalls sieht es jetzt hier so aus. Und draußen weiß ich gar nicht, muss ich auch mal gucken, ob ich da irgendwas geändert habe, aber ich glaube nicht. Kann sein, dass ich da vielleicht auch aufgeräumt habe oder ob ich das vorher schon gemacht habe. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wenn ja, dann seht ihr es jetzt gleich, wie es aussieht. So. Muss gleich nochmal wieder gucken, wo wir denn gewesen sind und was wir machen müssen. Immer auf jeden Fall Post. Also ja, falls ihr das hier noch nicht gesehen habt, ich habe hier auch ein bisschen aufgeräumt, die Maschinen alle mal hier rüber geräumt und dass das wieder alles am Laufen ist und so. Na, einfach so ein bisschen Ordnung geschaffen. Wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht gerade sicher, ob wir das in der letzten Folge schon gesehen hatten oder ob ihr das gesehen habt oder ob ich das zwischen den Folgen gemacht habe. Ist schon wieder ein bisschen länger her. Ich wünsche euch übrigens einen schönen Kindertag. Das ist nämlich der Tag, an dem ich das hier gerade aufnehme. Ihr kriegt heute also quasi eine ganz druckfrische Folge von mir. Ja. So, die waren fertig. Die lasse ich dann auch mal. Okay, dann gucken wir mal kurz nach der Post und dann werden wir mal schnell in unser Album schauen. Beziehungsweise in unser Album, in unser. In unsere. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen soll. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. In unser Questbuch. So. Hey Lilly, auf einem meiner Spaziergänge ist mir aufgefallen, was du für Dava und die Baumschule gebaut hast. Ich habe mich gefragt, ob du etwas Ähnliches für unseren Bauernhof machen könntest. Besuch mich mal, sodass wir uns darüber unterhalten können. Emily. Dass die immer den Namen auf die nächste Seite schreiben, das finde ich total verwirrend. Der hätte ja hier locker noch hingepasst, ne? Aber naja, was soll's. Kleinigkeiten. Gut, also Emily möchte was von uns und dann haben wir, glaube ich, sonst gar nichts mehr. Nee, wir haben keine Missionen mehr. Was ist heute für ein Tag? Samstag und von irgendwas hat er mir gerade noch gesagt, das ist heute was. Ach ja, heute ist dieses Fest. Genau, Tag der Erinnerung fängt um 17 Uhr an. Okay. Müssen wir mal auf die Karte gucken, ob wir sehen, wo das ist schon. Nee, aber ich nehme an, es ist auf der Insel. Weil es wahrscheinlich was mit dieser Gruselhöhle zu tun haben wird, denke ich, weil da halt diese, wisst ihr, diese Geisterfiguren und so sind. Kann man denn irgendwas dazu sehen? Nee. Versuche die Gegenstände zu finden. Ja, ich denke mal, das wird schon was mit der Höhle zu tun haben. Na gut, dann gehen wir mal zu Emily. Und dann gucke ich, ob ich vielleicht noch an dieser Bewertung wieder teilnehmen kann, dass wir wieder ein paar Gegenstände umsonst bekommen. Da gibt es ja auch immer ganz gute Sachen. Und dann schauen wir mal. Ja, also Montagmorgen ist hier heute gerade bei mir in Real Life. Ich bin aufgestanden und habe direkt für euch aufgenommen. Ist das nicht schön? Nee, ich habe es gestern einfach nicht mehr geschafft. So. Emilys Brunnen, wilde Hühner. Ach du lieber Himmel. Okay. Fangen wir mal hier an. Hallo, hast du meine Nachricht erhalten? Das Bewässern der Felder kann wirklich anstrengend sein, vor allem wenn sich Omas Rücken wehrt. Könntest du mir helfen, einfacher an Wasser zu gelangen? Natürlich. Großartig, ich hatte an einen Brunnen gedacht und an etwas, um das Wasser herauszupumpen. So müsste Oma ihren Rücken nicht so sehr belasten. Du hast recht. Vergiss nicht, dass wir auch was benötigen, um das Wasser zu lagern, das wir nicht sofort verbrauchen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich würde mich wegen des Brunnenbaus mit dem Forschungszentrum in Verbindung setzen. Sie haben der Ziviltruppe bei der Errichtung des Brunnens bei der Klinik geholfen. Da ist ein Brunnen. Bei der Klinik. Ach ja, stimmt, bei der Klinik oben. Ja, stimmt. So, und dann hat aber Emily noch eine Quest. Da laufen sie wieder. Sie sind schon wieder ausgebüxt. Man könnte meinen, ich trainiere für einen Marathon. Oh, ganz ruhig, ich helfe dir. Danke für die Hilfe. Diese Kleinen hatten jetzt genug Spaß. Zeit, dass sie sich ausruhen. Okay, wir müssen also wieder Hühner einfangen hier. So. Oh. Ja, da war die Maus gerade ein bisschen schnell. So. Was ist mit meiner Maus heute gerade ein bisschen komisch? Naja. Dann nehmen wir das noch mit. Was blinkert denn da? Ah, hier kann man ein Foto machen wieder. Oh mein Gott, da muss ich auch gucken, dass ich da wieder alle Orte finde. Da gucken wir dann gleich mal uns in der Stadt um, ob wir diese ganzen Orte zum Fotografieren finden. So, Emily.
Tut mir leid, dass ich dich schon wieder damit nerve. Du bist so ein netter Mensch. Kein Problem. Hier hast du ein paar Eier zum Dank. Ich schätze deine Hilfe wirklich, wirklich sehr. Ja, Mensch. Schön. So, dann wollen wir mal gucken. Gruppenfoto. Das machen wir doch gerne. Schön. Supi, was ist das hier? Ist das deren Briefkasten? Sieht ja auch interessant aus. Na gut, wir sollen also für Emily auch einen Brunnen bauen. Dann werde ich mal schauen, ob ich alle Orte für Gruppenfotos finde. Wer ist das denn? Ach, das ist dieser Maskierte wieder, ne? Der mysteriöse Mann. Hallo. Schön, schön. Ich habe ein paar besondere und wertvolle Waren. Du bist herzlich eingeladen, einen Blick darauf zu werfen. Hol sie dir, solange du kannst. Okay. Schauen wir mal, was hat er denn so? Aha, der hat ein Motor auch wieder. Den Hut haben wir uns schon gekauft. Was ist das? Ein Teil eines Relikts. Ja, ach nee. Maximale Ausdauer plus 10. Er hat auch neue Hüte jetzt wieder. Und Bilder. Gemälde Kätzchen, Gemälde Junge. Was ist das? Namenskarte. Ein Gemüt lässt Hunde gut schlafen. Da kann man sich einen Hund holen oder was? Gibt es auch was für Katzen? Ein Körbchen oder so? Hier. Ein weiches Bett für Katzen oder Kätzchen. Aber kriegt man dann auch eine Katze, wenn man sich so ein Ding kauft? Das ist halt die Frage. Soll ich mir einfach mal eins kaufen? Ich kaufe einfach mal eins, komm. Ich nur mal probieren, wie das so funktioniert. Ob dann einfach eine Katze kommt und bei uns wohnen will oder ob wir uns irgendwo anders eine holen können. So, dann haben wir hier noch... Wartet mal, wir hatten... Nee, keine Ahnung. Maximale GP plus 100... Plus 50 plus 160. 160. Wartet mal. Wir tragen noch diesen hier. 100. Ja, dann holen wir uns doch den 160er auch noch von ihm, oder? Komm. Wart mal, hat das, hat mal. So, her damit. So geht das. Okay, und sonst hat er aber jetzt erstmal nichts von Interesse, finde ich. Ein Fernseher. Ob man da wirklich gucken kann? Ich will jetzt auch nicht so viel Geld ausgeben, weil... Entschuldigung, ich habe gerade gelesen. Weil ich will ja sparen, um mein Gelände ein bisschen größer zu machen. Gut, wir gucken mal, ob wir noch ein paar mehr Orte für Fotos finden. Und ich wollte ja an dieser Bewertung teilnehmen. Ich hoffe, dass nicht oben bei der Baumfarm vielleicht auch irgendwas ist. Das hoffe ich wirklich. Guck mal, hier haben sie schön dekoriert. Super. Okay, das gefällt mir. Hier, der ist cool mit dem Hut. Das Alu. Na ja, gut. Gehen wir mal hier rein, gucken, ob da eventuell heute wieder so eine Bewertung stattfindet. Ah ja, sieht so aus. Okay. Dann mal schauen. Hier. Hier. So. Dann. Hier. Und hier. Gut. Und. Hier. Und hier. Und dann noch hier. Und hier. Gut, geschafft. Sehr schön. Das hätten wir auch erledigt. Dann gucke ich noch mal durch die Stadt, ob da irgendwo noch Fotos zu machen sind. Und dann gehen wir mal runter zur Gruselhöhle und schauen, was da so... Ach du lieber Himmel, was ist denn hier los? Okay. Hier ist also, glaube ich, gleich irgendeine Ankündigung. Heute findet der diesjährige Tag der Erinnerung in Porsche statt. Wir versammeln uns, bla bla bla. Ja gut.
Oh, hoppla, ich wollte... Naja, vielleicht wollte ich doch... So, kann ich mich hier irgendwie registrieren? Hier ist einfach nur Geschenkeaustausch. Ich will nur gucken, ob hier irgendwo noch mehr Fotos zu machen sind. Ich will hier keins der Fotos verpassen. Ich meine, das kommt ja jedes Jahr wieder, dieses... Hier kann man noch ein Foto machen. Ach so, lol. Nee, das geht natürlich nicht, wenn die nicht da sind. Das merken wir uns mal für danach. Also, bei Pauli, da beim Blumenladen, okay. Ich weiß halt nicht, ob weiter oben auch noch Bilder sind. Wir haben ja Zeit, es fängt ja erst um 17 Uhr an. Gehen wir noch weiter hoch und gucken mal, ob hier noch irgendwo was ist. Übrigens fällt mir gerade auf. So. Ja, bei der Kirche oben, da läuft ja eigentlich nie einer draußen rum. Wenn irgendwo mal noch einer draußen rumläuft, dann ist es bei der Ziviltruppe vielleicht. Aber jetzt sind die natürlich alle gerade unten auf dem Platz. Nee, aber hier scheint auch nichts weiter zu sein. Hier steht einer. Wo kommt der denn her? Okay. Hier ist aber auch nichts. Okay. Na gut, dann scheint das alles gewesen zu sein. Ja, wegen dieser Kiste hier übrigens. Da habe ich es jetzt lang und breit mit dem Markus drüber gehabt und offensichtlich können wir uns diese Kiste abschmieren. Denn, abschminken, so heißt das. Denn die haben die wohl, ja, quasi da oben eingeschlossen. Die haben hier rund um dieses Tor unsichtbare Wände errichtet, deswegen kommt man nämlich auch nicht mehr über diesen Sims dahin, so wie es eigentlich gedacht ist. Hier soll man da eigentlich rüberlaufen und irgendwas haben die hier gemacht mit irgendeinem Patch, dass man da nicht mehr hinkommt. Und es geht wohl irgendwie eventuell, wenn man sich irgendwie auf ein Pferd stellt oder so, aber also ganz ehrlich, das probiere ich nicht, da mache ich auch nicht ewig rum, das ist mir zu blöd. Das lassen wir dann. Also die können wir uns wohl abschminken, die Kiste. Naja, dann ist halt so. Ich werde wohl dann sehr oft von dieser Kiste getriggert werden. Aber naja. Versuche mich da nicht so sehr beeindrucken zu lassen. Also seht es mir nach, falls ich es doch mal irgendwie... So, hier steht jetzt auch so ein Tisch. Jetzt ist nun die Frage, wo müssen wir dafür hin? Kann ich das auf der Map irgendwo sehen? Ich gehe mal doch da vorne hin, wo die alle stehen, vielleicht. Oh, okay, es wird uns gesagt, was los ist. Zu Beginn des Ereignisses Tag der Erinnerung werden mehrere Geistabzeichen an verschiedenen Orten in der Stadt verteilt. Die Teilnehmer müssen gegeneinander antreten und so viele Abzeichen wie möglich sammeln. Verbleibende Zeit bis zum Ende des Spiels. In regelmäßigen Abständen erscheinen neue Geistabzeichen auf der Karte. Zeigt die Gesamtanzahl der Medaillen an. Okay. Drei besten Medaillengewinner werden hier angezeigt. Wenn du nichts unter den Top 3 bist, wird der Name unten angezeigt. Ein Schreck, was? Eine Schreckspritzpistole kann an den Stadttoren gefunden werden. Sie eignet sich gut zum Einschränken gegnerischer Bewegungen. Die Schreckspritzpistole ist nur innerhalb der Stadt verfügbar. Wenn du die Stadt verlässt, wird sie dir abgenommen. Sie wird dir auch während des Ereignisses spucken. Was? Sie wird dir auch, ja. Hallo? Während des Ereignisses spuken auch einige Geister in der Stadt herum. Pass gut auf. Wirst du von einem Geist oder einer Schreckspritzpistole eines anderen Teilnehmers getroffen, kannst du einige Geistabzeichen verlieren. Also weiche ihn unbedingt aus. Am Ende des Ereignisses werden die erhaltenen Geistabzeichen entsprechend der Rangliste multipliziert. Ach du lieber Himmel, ich habe dieses Ereignis noch nie gemacht. Na dann wollen wir mal gucken. Holen wir uns mal so eine Schreckspritzpistole. Haben die nicht gesagt, an den Eingängen der Stadt hier? So. Die haben wir jetzt auf 1, alles klar.
Na dann versuchen wir mal die Geistabzeichen zu finden. Wie gesagt, ich habe dieses Ereignis noch nie gemacht. Hier? Nee. Ah, so sehen die aus. Okay, verstehe. Nein. Hilfe. Okay. Hihihi. Oh, bin ich schlecht. Ich habe noch nicht eins, also eins erst gefunden. Da ist eins. So. Da ist noch. Nein! Du Miststück! Gib die sofort wieder her! Ah, Mist! Jetzt ist das da auch weg. Shit. Mist, Mist, Mist. Oh mein Gott! Ist hier auf dem Friedhof vielleicht irgendwo eins? Oh, ich bin so schlecht. Hilfe. Nee. Ach, shit. Okay. Wie gesagt, ich habe dieses Event noch nie mitgemacht. Keine Ahnung, das ist neu für mich. Was denn hier? Kann man auch ein Foto machen. Okay, gut. So, Abzeichen. Boah, die eine hat schon vier Leute. Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten. Ist hier vielleicht irgendwo eins? Nein. Verdammt. Gedacht, vielleicht gibt es da ein neues, wisst ihr? In Paulis Laden? Nein, auch nicht. Wie viele Zeichen gibt es denn? Oh, Mist, ich werde es nicht mehr schaffen. Oh, wie schlecht. Da ist noch eins. Her damit. Okay. Drei. Wenn wir vielleicht wenigstens auf den dritten Platz kommen, finde ich ja gut. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, aber wo sollen die denn überall sein? Geh weg. Kann ich denen keine klauen? Nee. Ja! Lauf! Okay. So. Oh. Nein, keins verlieren, bitte. Okay. Los, weg, du. Sind noch ein paar. Einer ist noch übrig. Ja, find den mal. Hier, oder? Nee. Gib her. Kann ich denen keine wegnehmen? Offensichtlich nicht. Oh, wir haben es verkackt, Leute. Wir haben genauso viele wie Rousseau. Schade. Das ist aber echt schwer. Nee, da ist nix. Was 1 Stunde bis Kongmings Laterne anzünden. Okay. Gucken wir mal, ob wir jetzt vielleicht ein paar Gruppenfotos machen können. Warte mal, bei der Kirche. Hier hinten am Eingang war eine. Eine Gruppenfoto. So, jetzt habe ich 4 Abzeichen bekommen. Da. Aber hier ist ja keiner. Nee. Das ist doch doof.
gehen die denn jetzt alle hin? Boah, also dieses Event finde ich ja doof irgendwie. Ja. Ich laufe einfach mal den Leuten hinterher. Oh, das finde ich schön. Ja, das will ich auch machen. Oh, wie schön. Guck mal. Toll. Das ist ja hier bei uns verboten, glaube ich. So. Ja, wie geht das? Oh. Yay, ich will auch noch eine. Komm, gib her. Hm, schade, darf nur einmal. Na gut. Hallo Petra. Ein Brunnen und etwas, um das Wasser herauszupumpen? Hm? Sollte nicht allzu schwierig sein. Bring mir 5 Datendisks und ich werde sofort mit der Forschung beginnen. Ja, hier. Du hast sie. Super, es wird ein wenig dauern, alle Daten zu analysieren, aber ich melde mich, wenn wir etwas haben. Das finde ich gut. Okay, ich glaube, das war's dann heute hier, oder? Ja. Hm. Was ist denn das? Okay. Ich glaube, hier grillen immer diese Brüder. So, wie lange geht das jetzt hier? Ich möchte gerne die Fotos noch machen. Hm. Keine Fotos? Ende. Okay, jetzt gehen sie alle nach Hause. Dann gucken wir mal, ob die Leute jetzt dahin gehen, wo wir die Fotos machen können. Wo war das jetzt gleich wieder? Hinten bei dem Blumenladen, dann bei Pauli und da, wo die Kirche quasi ist. Schauen wir mal. Die brauchen jetzt eh alle eine Weile, bis die hier hochgelaufen sind. Ich räume in der Zeit mal ein paar Sachen weg. So. Laternen haben wir bekommen. Das werde ich nachher noch aufstellen. Nee. Ha. Mach mal so. Ach cool, kann ich die jetzt in meinen Garten tun vielleicht? Oder kann ich die schweben lassen? Hm. Oh. Die hätte ich eben noch schweben lassen können. Naja, dann lassen wir sie jetzt einfach schweben, oder? So. Oh, Mist. Okay. Weil es zu spät war, ist er einfach umgekippt. Wie das halt so ist, ne? So, wartet mal. 8. 8. Wie dreht man das? So, nu? Mal gucken, vielleicht kommt mal irgendwann eine Katze zu uns. Die Maus ist heute irgendwie sehr schnell, finde ich. Oh. Lilly, hey, wie geht es dir? Gut. Als ich Pinky heute Morgen an der Baumschule fand, hatte sie Schmerzen. Wir sind uns ziemlich sicher, dass sie da was Schlüssel verschluckt hat. Was? Und dann wurde sie schwer krank. Wie kann man denn den Schlüssel verschlucken? Katze, was ist mit dir los? Du magst keinen Fisch, aber Schlüssel? Welchen Schlüssel? Den Schlüssel zur Baumschule? Das nehmen wir an. Nun, einen Schlüssel kann man leicht ersetzen. Katzen eher weniger. Nun, das wird nicht angenehm, aber kannst du mir etwas Seife besorgen? Bitte was? Was habt ihr denn vor? Natürlich. What the heck? Okay. Mhm. Ja, danke. Die Baupläne für die Wasserpumpe ist angehängt. Alles Gute.
So, jetzt. Ah, oh, nee, nee, nee. Jetzt will ich erst mal gucken, ob ich hier Fotos machen kann. Bevor das hier wieder losgeht. Und wir wollen ja auch wieder Inspektionen machen. Nein, jetzt kann ich kein Foto mehr machen. Oh, wie doof. Ah. Das ist doch blöd. Wie soll man das denn rechtzeitig schaffen mit den... Was? Mit den Fotos. Was zur Hölle? Was passiert hier? Okay. Wow. Es ist über dem zerfallenen Ödland abgestürzt. Das sollte ich mir ansehen. Ja, gleich. Ich habe auch gerade andere Dinge zu tun hier. Okay, da ist was abgestürzt. Hier. Und hier. So. Es wird natürlich mit jedem Mal wieder schwerer, ne? Okay, hier. Und hier. Hier. Und hier. Und dann noch das. Hier. Und nochmal hier. So. Das hätten wir also auch. Dann gehen wir mal fix gucken. Wir laufen mal durch die Stadt und gucken, ob dann noch die Fotos von den anderen Dingern auch weg sind. Wartet, wann geht das hier heute los mit dem Tag der Erinnerung? Habe ich es gerade nicht geguckt vorhin. 0 bis 2 Uhr. Kongmins Laterne anzünden. Okay. Kongmins Laterne anzünden. Na gut. Was gibt's denn? Ach, auch eintauschen kann ich jetzt hier auch gerade nicht mehr. Alles klar. Das haben sie jetzt alles weggemacht. Das ist ja doof, wenn das doch 2 Tage geht. Warum kann ich denn dann nicht 2 Tage Fotos machen? Wenn die Leute doch alle schon ab Mittag oder was auf dem Platz stehen. Naja. Gut, gehen wir mal gucken, was da abgestürzt ist. Was ist denn hier los? Ein Menschenauflauf. Menschenauflauf. Hallo. Was in aller Welt war das? Werden wir angegriffen? Es ist aus dem Himmel gefallen. Das war erschreckend. Kannst du uns wenigstens sagen, was es ist? Das sind große Neuigkeiten. Ich sag doch, es sind Aliens. Olli. Das muss vollständig untersucht werden. Beruhigt euch. Wir haben alles unter Kontrolle. Arlo und Remington sind gerade an der Absturzstelle. Sobald wir herausfinden, was es ist, lassen wir es euch wissen. Ah, da bist du ja. Was ist los? Achso, das war Sam. Es scheint eine Art Relikt zu sein. Relikt? Wirklich? Aliens? Aber wir haben ein Problem. Wir brauchen dich, Handwerker. Wir brauchen deine Hilfe. Was ist los? Das Relikt hat einen Turm umstürzen lassen und ein riesiges Loch in den Boden geschlagen, aus dem Monster herausgekommen sind. Ich habe das Loch auf ungefähr 4x5 Meter gemessen. Es muss abgedeckt werden und zwar sofort. Sam, lass niemanden rein, bis das Loch gestopft ist. Ich und Arlo werden in der Zwischenzeit ein paar Monster beseitigen. Verstanden. Okay, also ich darf aber schon rein, gell? Ja, okay. Gehen wir mit Remington mit? Okay, wir gehen nicht mit Remington mit. Weil Remington sich einfach in Luft auflöst. Aber da hinten sehe ich es schon brennen. Wir sollen also ein Loch abdecken. Und schon haben wir wieder eine Menge zu tun, Leute. Ach du lieber Himmel, da ist da also einfach was abgestürzt. Na sowas aber auch, na sowas aber auch. War da was? Nee. Gott, wie weit hinten ist das Ding denn abgestürzt? Guck mal, wie riesengroß das auch ist. Oh, und die Zeit ist gleich um. Ich glaube, wir müssen das beim nächsten Mal anschauen.
Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Warte. Oh. Hör doch auf. Ey. Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Scheiß, Mann. So, das will ich noch haben. Jetzt reicht's aber. So. Und du? Okay. So. Liebe Freunde, bevor ich da jetzt aber hinlaufe, würde ich sagen, beenden wir die Folge. Was zur Hölle machen die da? Okay. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn wir herausfinden, was denn da abgestürzt ist. Ich würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss!